Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy. Und in diesem Video zeige ich euch drei Glitches rund ums Motorrad. Im ersten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr euer Motorrad so quasi in der Luft eingefroren bekommt. Im zweiten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr mit dem Motorrad auf jedes Dach oder über jede Rampe oder über alles drüber springen könnt mit einem kleinen Boost. Und im dritten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr unendlich lang auf dem Vorderrad fahren könnt. Also wirklich unendlich langer Stoppie. Und wie die drei Glitches gehen, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Also dranbleiben. Shake it down. So, wie versprochen kommen wir jetzt zum ersten Teil des Videos. Und zwar, wie ihr diese Buddy oder irgendein anderes Motorrad so in der Luft eingefroren bekommt. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, es klappt nicht an jeder Location. Und es klappt auch nicht beim ersten Mal, mit Sicherheit nicht. Und wahrscheinlich auch nicht beim zehnten Mal. Aber irgendwann mal klappt es, ihr müsst halt immer die Location wechseln und schauen, dass keine anderen Spieler bei euch in der Nähe sind. Dann habt ihr ja relativ hohe Chancen, dass es irgendwann mal klappt. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ja, das müsst ihr halt einfach wissen. Einfach nicht aufgeben, weiter probieren. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das am besten hinbekommt. So, ihr sucht euch auf jeden Fall eine passende Stelle aus, öffnet das Interaktionsmenü und geht auf dich selbst umbringen. Und dann fährt ihr mit dem Motorrad dagegen und in dem Moment, wo ihr dagegen fährt, müsst ihr euch selber umbringen. So, nachdem ihr gespawnt seid, müsst ihr einfach nur noch zu eurem Motorrad laufen. Und wie gesagt, das klappt mit der Hakucho und mit der Sanchez und Batty RR eigentlich genau gleich. Also nicht aufgeben, wirklich mehrmals versuchen, irgendwann mal wird es klappen. Also wenn es beim ersten Mal nicht klappt und beim zweiten Mal nicht, dann ändert die Location, guckt, dass keine anderen Spieler bei euch in der Nähe sind und dann funktioniert es, ne? Ist doch geil. Also ich finde es wirklich mal nice, sowas zu sehen oder zu machen. Und wenn ihr jetzt wieder wissen wollt, wie ihr an das Motorrad kommt, also ihr müsst es nur irgendwie berühren. Also entweder drauf springen oder drauf schlagen oder in dem Fall, wie ich das jetzt mache, drauf schießen, dann kommt es auf jeden Fall wieder runter, könnt es wieder benutzen und weiter glitschen, ne? Also, ich hoffe, dieser Glitch hat euch gefallen und dann zeige ich euch jetzt gerade mal den zweiten des Tages, ne? Jo, und im zweiten angekommen, möchte ich erstmal Lüche Nummer 1 grüßen, denn der hat mir dabei geholfen oder wir haben den zusammen gemacht. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch gerade mal, wie das geht, wie ihr mit dem Motorrad die Wände hochfahren könnt. Also ihr holt euch ein Motorrad, sucht euch eine schicke Wand aus, fährt mit dem Wheelie gegen die Wand und kurz bevor ihr ankommt, müsst ihr den linken Stick nach vorne drücken. Ihr merkt es beim Fahren, dass es nicht normal ist, sondern dass ihr da wie so einen kleinen Boost bekommt. Wirklich, also ihr müsst es ein paar Mal probieren, es ist nicht einfach. Also es kommt wirklich auf Timing und Geschwindigkeit an. Und wir haben auch wirklich viele Versuche gebraucht, bis es dann mal geklappt hat. Aber ich denke mal, der eine oder andere, der wird es schnell rauskriegen, wie das funktioniert. Also wir haben es dann am Schluss auch gut hingekriegt, sind dann über die Häuser gesprungen, wie ihr es im Intro gesehen habt. Also wirklich geiler Glitch, finde ich. Und gerade bei so komischen Stuntrennen, ich glaube, da ist es von Vorteil, wenn man sowas kann. Also ich weiß nicht, ob das ein Glitch oder ein Trick ist. Und das war's mit diesem Glitch-Trick. Nix, ne? Und jetzt kommen wir zum dritten Teil. Und für den dritten Teil des Videos empfiehlt sich auf jeden Fall eine Buddy. Ihr könnt es natürlich auch ja, mit einem anderen Motorrad machen. Ich habe es mit der Buddy gemacht, weil ich empfinde es da als am einfachsten. So, dann müsst ihr auf jeden Fall, wie ich gerade im Video, den Vorderreifen kaputt schießen. Und dann ein bisschen rumfahren, bis der Reifen dann wirklich geplatzt ist und ihr eigentlich nur noch auf der Felge fährt. So, wenn ihr das dann habt, dann sucht euch eine schöne Stelle in Los Santos aus, da gibt es ja genug. Dann guckt halt, dass ihr ein bisschen auf Geschwindigkeit kommt. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch die Vorderbremse drücken und den linken Stick nach vorne. Und schon, wenn es dann ein bisschen gerade wird, macht ihr eigentlich einen unendlich langen Stoppy. Also so lang, bis ihr halt irgendwo dagegen fährt oder keinen Bock mehr drauf habt. Das Lustige daran ist, ihr könnt sogar noch lenken. Also wie ihr seht, ich fahre jetzt auf dem Gehweg, drückt den linken Stick nach links und er fährt wieder zurück auf die Straße. Also ich finde es richtig nice, muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Es macht übelst Spaß. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, lasst eine positive Bewertung da. Schaut beim Löchel Nummer 1 vorbei. Und falls ihr komplett neu auf meinem Kanal seid, dann abonniert mich. So, ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.